verehrte Damen und Herren, es ist ja nun wirklich kein Vortragsraum hier erster Klasse. Wir müssen also mit einigen Stichworten, mit einigen Bemerkungen uns heute begnügen. Es geht jetzt um die Industriegeschichte. Dillmanns ist ja hier in unserer Gegend, hier vor allen Dingen in Bergisch-Neukirchen und in dem Kirchspiel Lützenkirchen, früher dann noch zur Gemeinde Schlebusch gehörend. Er wohl nur bekannt unter dem, im Wesentlichen bekannt unter dem Namen des Industriepioniers. Er baute hier eine Fabrik auf, oder nicht nur er, es ist ja die ganze Familie, die da mitwirkt, Söhne, Vater, Söhne und Enkel und so weiter. Es ist also ein richtiger richtiges Familienunternehmen im weitesten Sinne. Und es kam so viel Beschäftigte zustande. Ich habe da mal eine Rechnung eingestellt. In den besten Zeiten, 1914, waren bis zu 600 Menschen unten in Dillmanns Loch, wie wir dann hier im einheimischen Bereich sahen, beschäftigt waren. Und wenn Sie die mal als Ernährer einer Familie betrachten, denn die gingen ja mit ihren Piepen, die sie verdient hatten, dann noch irgendwo nach Hause. Und wenn Sie das mal mit 5 Mal nehmen, dann kommen Sie auf eine Zahl, die etwa die Einwohnerzahl des damaligen Kirchspiels Lützenkirchen beinhaltet. Nicht? Also was die Bedeutung angeht einer solchen Fabrik, mit heute gesehen nur 600 Beschäftigten. Nicht? So, es geht also los, dass der Johann Isaac Dillmanns als Schmiedemeister in Kronenberg wohl die Idee hatte, sich zu verbreitern, wie ein Handwerker, ein aufbauender Handwerker oder ein Industriepionier, ist sich dessen vielleicht zunächst ja nicht bewusst gewesen, sich anlässt. Wer aber damals seine Basis, wirtschaftliche Basis, erweitern wollte als Unternehmer, der war nur angewiesen auf die Wasserkraft. Also macht er sich auf und wohnte zunächst mal mit seiner Werkstatt in Kronenberg. Und auf dem Bild, was wir jetzt neuerdings dann bekommen haben, der Braun, ist von Wasseranlagen und Bach oder sowas überhaupt keine Rede. Sodass er also dann hier, vielleicht angeregt durch seinen Schwager, Polisch, in der Polischmühle hier, etwas... Der die Seile macht. Ja, der macht sie nicht, aber es war die Familie, die auf die Drahtseilbahn gebaut hat. Auch aus dem Zuckerhut, ne? Ja, das ist eine ganz interessante Familiengeschichte, die da wieder sichtbar wird. Und das ist die Polischmühle, die Gebäude stehen noch. Die waren etwas oberhalb von dem Standort der späteren Schrauben- und Eisenfabrik. Und ist wohl dann hier, muss ja irgendwie eine Einladung bekommen haben oder ist aufs Gratewohl losgezogen und hat dann hier, möglicherweise durch den Schwager, solide Informationen auch über den Wasserfluss. Der Wimbach ist ein sehr ergiebiger Fluss und wenn Sie die alte Karte mal durchgucken, dann sind da 10 Mühlen wie nichts ausfindig zu machen, sodass also da er sich ausrechnen konnte, der Wassermangel hier vor allen Dingen im Bergischen Land, wo es ja zumindest immer so aussieht, als ob es regnen würde, wie jetzt zum Beispiel. Dass er da Aussicht hatte, mit seinen Energievorstellungen zufriedengestellt zu werden. Und er fing dann auch in der Polixmühle an, mit seinen, wahrscheinlich zunächst mal Fortsetzung seines Programms. Nagelschmied steht in der Berufsbezeichnung und es läuft hier dann weiter unter. Nicht kleine Fabrik, sondern Kleineisenfabrik. Das Kleineisen, das sind also dann Nägel, Schrauben, Muttern, Hufeisen, Stiefelabsätze, damals sehr wichtig. Und da war aber eine kleine Zwischenbemerkung, dass man hier überrascht wurde von der Erfindung des Gummiabsatzes. Das machte sich bemerkbar in der starken Reduzierung der Stiefelabsätze. Da brauchte man ja das ein oder andere nicht mehr. Aber die knallen nicht. Knallen. Nein, die waren nicht so männlich. Nicht? Ja, also er hat dann in der Polismühle angefangen und 1860, also 2 Jahre später, ist das dann schon so weit, dass er eine Fabrik baute, die für die damaligen Verhältnisse hier schon sehr beachtlich war. Und er war kein dummer Mann, denn er baute seine Fabrik mit dem Wasserbedarf genau an, nicht einfach nur so an den Wienbach, sondern er baute dahin,
wo der Ölbach in den Wienbach fließt, sodass er also aus zwei Tälern hier die Wasserkraft nutzen konnte für sich. So, das ist das, nur mal kurz jetzt. Sein Sohn Johann Abraham Tillmanns kriegte von ihm dann die Vollmacht, die Firma zu übernehmen. Das war 1872. Nur kurz weiter. Seine Söhne, er hatte jetzt, also wenn sie dann Familienbild sind, ich weiß die Zahl nicht genau, aber vielleicht wissen Sie, wie viele Kinder da waren. Also das elf Bild ist voll. Wie viel? Elf. Elf an der Zahl. Und sagen wir mal so, für diese elf jungen Leute war in dem Loch unten, in Tillmannsloch, nicht genug Beschäftigung, dass die alle davon leben konnten. Die waren also mehr oder weniger gezwungen, sich irgendwo anders umzusehen. Und das haben die dann auch tatsächlich gemacht. Es sind also drei, so viel ich, also die ich jetzt zunächst mal benennen kann, drei, die bis nach Russland gezogen sind. Der eine, Richard, landete in Kovno, Kaunas, heute Litauen, damals Zarenreich, und baute da eine Fabrik nach dem Muster von Neukronenberg hier und war dann der einzige Produzent dieser Artikel im Zarenreich. Und das sind Erfolge, da kann man nur staunen für die damalige Zeit. Und die residierten, und er war der große Mäzen in Kaunas und sorgte für Theater, sorgte für Literaturvorträge, also im kulturellen Bereich. Hatte eine fantastische Villa, die immerhin so wunderbar ausgestattet war, dass während des Ersten Weltkrieges an der Ostfront Hindenburg und Ludendorff dort in dieser Villa Tillmanns in Kovno oder Kaunas das Hauptquartier hatten für die Ostfront. Und das will schon was heißen. Wir haben ja Gott sei Dank ein Bild. Ja, das war mehr von einem Presseberichterstatter Hansen da. Ja, ist die Villa. Und ist das? Das ist das Haus. Ja, das Haus von denen. Die Fabrik habe ich auch, ja. Das habe ich jetzt nicht dabei, ich habe es nur von der Fabrik. Wir haben eine Zeichnung, eine Federzeichnung. Damals gab es ja noch keine Reporter mit Fotografen und Apparaten, sondern der musste schnell zeichnen, sich hinsetzen. Und wir haben ein Originalstück, habe ich noch gesehen, das ist aber in die Luft geflogen mit dem schönen alten Fachwerkhaus. dass da Hindenburg und Ludendorff mit dem engeren Generalstab dann im Salon bei Tillmann sitzen und ja, zunächst eine gute Miene machen. Sonst war ja mit dem ganzen Krieg ja nachher nichts mehr. Gute Jahre vielleicht auch. Vielleicht aber, das ist immerhin mal ein Beweis, wie angesehen, dass diese Familie dort war. Und der Bruder nach St. Petersburg, der Ewald Tillmanns, der hatte ebenfalls eine in derselben Branche wirkendes Unternehmen und war ebenfalls sehr erfolgreich. Und er führte ebenfalls ein großes Haus mit Datsche und mit Villa. Und wenn eine deutsche Kriegseinheit von der damaligen kaiserlichen Marine in diesen Hafen St. Petersburg einlief, dann war es sicher, dass die Offiziere oder die Mannschaften bei Tillmanns in St. Petersburg eingeladen wurden. Da gibt es auch sehr schöne Bilder darüber, die das beweisen. Ja, wenn ich dann mal eben noch ein bisschen weiter erzählen darf. Ich habe ja noch gesprochen mit einem Dr. Herbert Tillmanns, der nach dem Krieg hier noch mal angefangen hat und versucht hat, Metallwaren zu produzieren. Und ich habe auch zufällig noch ein Garagentor von der Tilko, hieß das damals. Das ist also noch eine kleine Erinnerung. Also ist mein Haus wahrscheinlich bald museumsreif, allein schon wegen des Garagentors. Gut. Und dieser Dr. Herbert Tillmanns, der ist in Kaunas geboren und konnte auch Litauisch. Und der brachte dann der erzählte dann mal. Ich war mal bei ihm da in dem Fachwerkhaus, das ist das eigentliche Stammhaus. Das ist dann in den 70er Jahren in der Gasexplosion total
vernichtet worden. Und der Herr Herbert Dillmanns erzählte dann, die Kriege, die beiden Weltkriege, die sich ja da etwa in der Gegend dieses Fabrikunternehmens oder der Standorte abgespielt hat, die vor allen Dingen in der Nazi-Zeit zunächst zweimal vertrieben wurden und dann endgültig nicht mehr hinkamen. Einmal vertrieben durch den Hitler-Stalin-Pakt, die beiden Mächtigen, die sich ja bis auf das Blut bekämpft haben und sie auch gar nicht leiden konnten, sie waren sich aber einig im Aufteilen von Ländereien und nicht nur Ländereien im Sinne von Ackerbau, sondern in richtigen Länder wurde verteilt. Und das hieß also, dass Hitler dem Stalin dieses Baltikum ja einfach bedingungslos überlassen hatte. Das hieß für die Deutschen, die da wohnten, auch für die Tillmanns, raus. Da fing das schon an mit einem gewissen Flüchtlingselend. Und wir haben das Haus dann auch entsprechend aufgeräumt und wir haben gesagt, auch Teppiche zusammengerollt, in die Ecke gestellt und. Und das Haus auch versiegelt. Und als dann 1941 der deutsche Armee wieder einmarschierte nach Russland, Russlandfeldzug, sind die Tillmanns wieder hin. Und sie fanden ihre Villa unberührt, so wie sie es aufgebaut, hingestellt hatten und aufgeräumt hatten. Und konnten wieder weitermachen hinter der deutschen Front. Und dann kam natürlich der ganz große Rückschlag, von dem dann sich keiner mehr erholt. Da waren ja alle raus, nicht mit Tillmann, so genau. Ja, kennen wir. Diese Tragik ist ja nun ein Kapitel für sich. Also das ist so schön noch von Tillmanns zu erzählen. Und der Tillmanns hatte dann auch ein schönes Bild, das haben wir Gott sei Dank erhalten, und hat er mir anvertraut. Jetzt nicht für mich persönlich, sondern für unsere Vereinigung. Hängt auch jetzt in der Villa Römer zur Besichtigung frei. Wenn Sie wollen, können Sie das Samstag, Sonntag, wenn das die Ausstellung in der Villa Römer geöffnet ist, auch ansehen. Das ist eine aquarellierte Federzeichnung von einem Maler Redelix aus Köln. Er hat das gesamte Tillmannsche Fabrikanwesen unten aus der Halbvogelschau heraus gemalt. Und das ist, haben wir uns dann schön einrahmen lassen. Und das war ein Glücksfall, denn 3 Wochen später ist das Haus in die Luft geflogen. Dann wäre das Bild verloren. Und das haben wir jetzt. Und das ist ein sehr schönes Dokument und zeigt auch, das war nicht nur eine Werkstatt, das war ein ausgesprochenes Fabrikgebäude. Mit Schornstein und mit allem, was dazugehört, mit Eisenbahnanschluss. Die lagen ja sehr weit vom Schuss. Und die Transportfragen waren im Bergischen Land besonders kompliziert. Aber er kriegte dann einen Bahnanschluss, nachdem die Strecke Opladen-Bergisch-Neukirchen Burscheid gebaut wurde. Und hatten oben eine Verladestelle und konnten von dort also, das ist die Fabrik, das Bild. Das ist etwa um 1890. Da ist die Villa, die der Völler jetzt hat. Ja? Das ist die Villa vom Völler. Das ist das Einzige, was jetzt von dem Ganzen noch steht. Und der Verkehrsweg. Von oben ist die Eisenbahn. Das ist also eine interessante Sache, im Verlauf der Welt, ja. Ist doch zu studieren. Interessant. Ja, haben wir auch ein bisschen, wo das Geld mit dem Pferdewagen in die Fabrik gefahren und dann ausgeteilt. Ja. So, dann... das nehmen wir einfach. Dieser Eisenbahnanschluss, der ist auf dem Bild auch zu sehen. Ob der so gewesen ist, wie der Maler das hier dargestellt hat, ist nicht eindeutig bewiesen. Es kann auch sein, das ist auch schon mal von einer Seilbahn die Rede, die von oben nach unten geht. Das kann eine Drahtseilbahn sein, es kann aber auch eine Bahn sein, die auf Eisenbahnschienen Wagen, die auf Eisenbahnschienen rollten, dann aber am Seil hingen. Und beim Gefälle ins Tal runter lief der Wagen ja praktisch von selber konnte und brauchte oben nur etwas gebremst zu werden. Also das ist mir nicht ganz klar geworden. Und 1914, das hat auch wesentlich Tillmanns dazu beigetragen, dass die Straßenkleinbahn von Opladen nach Lüssenkirchen führte. Auf diese Weise sind die Lüssenkirchen überhaupt mal in der gesamten Geschichte ihrer Gemeinde
mit Schienenverkehr in Verbindung gekommen. Und über dieses Bahngleis ging dann der Güterverkehr vom Opladener Bahnhof über die Straße, Lützenkirchener Straße, und ja, da, wo heute der Aldi steht, an der Straße nach Lützenkirchener Straße, da ging dann die Bahn nach Timmernsloch links ab und führte dann unmittelbar in die Fabrik. Also es war dann Straßen- und Kleinbahn. Kleinbahn heißt nicht kleine Bahn, sondern mit Güterverkehr. Personen- und Güterverkehr. Also das sind auch so Dinge, die damit zusammenhängen, wie ein solcher Unternehmer, wenn der etwas Geist Sinnvolles tun will, für die Gemeinschaft auch, nicht, dass dann solche schönen Früchte auch für die anderen Bewohner in dieser Region sichtbar werden, spürbar werden. Ja. Ja, und der andere Bruder, ein Ewald, der ist, Lebrecht ist nach Moskau gezogen. Also die Tillmann saßen im gesamten Zarenreich an finanziell sehr guter Stelle. Also das ist eindeutig erwiesen. Und ja, hier ist der Betrieb ja noch gelaufen bis 1930. Weltwirtschaftskrise. Wir kennen ja allmählich was von Weltwirtschaftskrisen. Wir sind ja wieder irgendwo mittendrin. Weiß nicht, ob man es so richtig spürt, aber wen es trifft, der spürt es auf jeden Fall. Und Tillmanns hat es damals auch getroffen. 1930 ist der Laden zu. Und dann kommen immer wieder mal Berichte in den Stadtjahresberichten der Stadt Opladen. Ja, Tillmanns steht auf der Aufbauliste. Und dann hieß es wieder, es steht nicht in Aussicht, dass das jemals wieder und so weiter. Und ist auch tatsächlich nicht als Firma Tillmanns jemals wieder zustande gekommen. Ist also dann im Grunde von 1860 bis 1930. Es hat keine 100 Jahre gebraucht, bis dann alles wieder weg war. Ja. Wie weit haben wir denn? Ja, also ich weiß, es ist ja sowieso noch etwas improvisiert hier. Es kommt ja auch noch die Ausstellung. Also insofern wird diese Geschichte ja noch gut präsentiert werden. Also wir haben jetzt von unserer Vereinigung mit finanzieller Hilfe der Volksbank mehrere Kartons von Tillmanns Briefen, Akten, Bilder und so weiter. Und zum ersten Mal auch ein sehr schönes Bild, auch ein Gemälde, ne? kleines eingerahmtes Gemälde von dem Stammhaus in Kronenberg. Und der Ortsname hier sagt ja nichts anderes, als was man damals aus hatte. Die einen sind nach Amerika, die haben dann New York, Neu-Amsterdam. Und hier der Tillmanns, der kam von Kronenberg und dachte, das ist hier halt in Neu-Kronenberg. Nur, dass wir dann das C geändert haben und machen K draus. Ist dann schon wieder nicht so ganz in der Richtung, aber ist ja egal. Ja, also ich glaube, damit können wir uns hier mal. Ich brauche nur 3-4 Minuten, dann bin ich fertig. Das so sah das im Sommer noch aus, das Grab. Das, die Stadt übernimmt es jetzt, die macht es kürzer, so als Urnengrab, sodass hinten Platten erhalten werden. Die Platten gibt es wahrscheinlich seit 1934. Das ist ein Foto von 1934, wo praktisch dann der Rudolf Tillmann starb. Und dann wahrscheinlich hat man das mittlere Teil erweitert um diesen linken, rechten Teil. Wer nachher mitgeht, zeige ich noch was, wie damals 1930 herum hier Bergisch-Neukirchen ausgesehen hat. Dahinter ist auch ein Haus von Familie Tillmanns. Da haben Sie ja, glaube ich, auch noch mit gewohnt. Das heißt, da wohnte der Max Tillmanns, der Sohn von dem Rudolf Tillmanns. Ja. Das sind Bilder von 1948 und 1954. Da können Sie die Straße sehen, auf die wir gerade gelaufen sind, noch ganz klein. Eine Spur. Also praktisch der Einfall nach Bergisch-Neukirchen war relativ klein gewesen. Ja, ich lasse mal herumgehen, vielleicht auch ein bisschen. Geht besser so. Dafür in diesem Haus ist dann auch ein anderer Industrieller, der in Opladen eine Rolle gespielt hat, gestorben. Das ist der Albert Römer aus der Großfärberei Römer. Der Sohn war ja der Max Römer, der uns dann das schöne Haus unten am Frankenberg hinterlassen hat. Max Römer. Unsere Römervilla, die wir heute eben so nennen. Aber die heißt ja nicht Römervilla, weil das die Römer waren, die hier gehaust haben. Das ist die erste. Sondern das ist die Römer. Ja, genau. So, hier auf dem Bild ist diese Familie Max Tillmann zu sehen. Und zwar der Max Tillmann, der liegt hinten am Ausgang vom Garten. Konnte man gut durch ein Türchen rausgehen, selbst zu dem Altgrab.
Und das ist in der Mitte die Rosmarie Thielmanns, die ist gerade jetzt im März gestorben, 2009, die ist hier drauf. Und der Harald, der ist hier vorne, der Grabstein, der ist im Krieg gefallen als Flieger. Und das ist seine erste Frau von dem Max Thielmanns. Sie hatte auch eine Ziegelei-Fabrikation. So könnte die eventuell in Lützenkirchen die erste Fabrik ausgesehen haben. Das haben wir noch nicht geprüft. Das war jetzt auch in dem Nachlass drin, den wir jetzt bekommen haben, bei den Bildern. Wäre schön, wenn es so ist, dann hätten wir sogar auch ein Bild von Poliks Mühle. Thielmanns Loch, was schon Herr Müller erwähnt hat, kann man hier gut erkennen, dass die Fabrik wirklich da etwas tiefer liegt und in Höhen von Bergisch Neukirchen herum. Letztendlich, das ist dann, warum man also Thielmanns Loch auch gesagt hat, sehr schön an dieser Aufnahme hier auch zu erkennen. Was die Kinder gemacht haben bei Thielmanns Loch, das war, wenn das Wasser mal drin war, konnten sie im Winter dann, was weiß ich, Schlittschuh laufen hier auch. Und das ist die Villa auch von dem Rudi Völler da drauf zu sehen. Hat auch ursprünglich dem Rudolf Thielmanns mal gehört. Das ist das Haus, was in die Luft geflogen ist. Ja, genau. Das Schifferhaus. Das neben da. Stammhaus. Ja, das ist das Foto hier von dem Haus. 1926 war ein Jubiläum gewesen. Und deshalb 1856, glaube ich, bis 1926 hat man da gefeiert. Dann, was an sich sehr, sehr schön ist, was auch heute nicht mehr existiert, wurde hier eingeweiht. Mit sehr vielen Leuten damals aus der Familie, die ein bisschen auch zerstritten waren im Laufe der Zeit. Viele Kinder und viele sind ihren eigenen Weg auch gegangen. Das ist 1908, da hat man ein Haus gebaut, was heute nicht mehr existiert, nämlich Haus Falkenberg. Das war eine Villa gewesen von dem Rudolf Thielmanns, weiter unten auf der rechten Seite. Plattenbusch am Falkenberg gibt es ja heute auch noch Straßenbezeichnungen. Das hat bis 1901, also hat nach dem Kriege, hat das die Arbeiterwohlfahrt in Köln gemietet. Dann aber ist das verkauft worden an Bayer und heute wohnen da vor allem höhere Bayer-Mitarbeiter dort. Man hat das Haus abgerissen, denn das Haus war ursprünglich sehr schön. Das ist die Gärtnerwohnung und Chauffeurswohnung auch, die man nachher mitgehen könnte. Das nochmal einsehen dann in dem Café, die Fotos. Deshalb mache ich ein bisschen hier schnell. Oder hältst du mal hoch, bitte? Auf Plan sind viele Fremde, die meinen, das Haus des Kutschers, was unten mehr zur Hauptsaal sieht, das wäre die Villa Römer. So wohnten bei Thielmanns, also das muss man auch mal sagen, Thielmanns die Bediensteten. Ja, also hier von vorne etwas später, als dann ein bisschen Efeu auch schon herangerankt oder herumgerankt war. Und dann habe ich, das kann man auch wegtun, brauche ich jetzt hier nicht, das hier auch nicht. Aber von innen drin mal ein paar Aufnahmen, wir haben einen schönen, tollen Wintergarten gehabt. Dann habe ich jetzt ein Bild hiervon und dann gleich noch ein anderes Bild. Also Falkenberg. Das ist Haus Falkenberg gewesen von dem Rudolf Thielmanns. Der hat vor allem im Sommer hier gelebt, im Winter in Köln. Da war es ihm vielleicht ein bisschen zu kalt hier auch mit. Dann hier auch nochmal der Wintergarten von einer anderen Seite aus aufgenommen. Ja. So, dann machen wir mal weg. Und nach dem Kriege hat das dann so ausgesehen, da sind die Bomben teilweise eingeschlagen. Da war einiges unbewohnbar, anderes ist dann für Flüchtlinge genommen worden, sodass auch die Frau von dem, die Eugenie, von dem Rudolf Thielmanns, da anfangs noch in einem Nebentrag im Kutscherhaus wohnen musste und dann das Haus letztendlich, sie konnte das nicht aufbauen, Herr Müller hat es schon gesagt gehabt, durch die Weltwirtschaftskrise vieles zerstört und weggenommen worden, gab es keine Möglichkeiten mehr da zurückzukommen. Und dann ist sie weiter nach Süden, glaube ich, gezogen, ist dann auch da gestorben. Und es gibt mehrere. Es gibt mehrere Häuser. Da drüben auch. Es waren mehrere Häuser. Auch der Thielmanns Park. Thielmanns Park ist auch da. Da gehen wir heute nicht hin.